ist er in der Offensivbewegung völlig offen. Und jetzt schauen wir mal, was sein Durchhaltevermögen zulässt. Das ist Boxen. Ein Schlag kann den Kampf komplett drehen. Und sein spanischer Kontrahent will natürlich jetzt nachsetzen wie ein wilder Stier. Tilev angeschlagen, muss die Deckung hochhalten. Und da fliegt das Handtuch. Da fliegt das Handtuch aus meiner Sicht deutlich zu früh. Da fliegt das Handtuch aus meiner Sicht deutlich zu früh. Allerdings war das ein heftiger Treffer. Ein heftiger Cut jetzt auch unter dem Auge von Tilev, der natürlich extrem enttäuscht ist. Boah, das ist natürlich schwierig. Der Cut jetzt extrem angeschwollen. Das war wahrscheinlich der Grund. Das habe ich jetzt auf den ersten Blick auch nicht sehen können. Hat hier eigentlich den Kampf im Griff gehabt. Die deutlich klaren Treffer gesetzt und dann war es ein linker Haken. Einmal die rechte nicht oben gehabt. Hier sehen wir es nochmal. Hat dann wieder alles richtig gemacht, indem er die Zeit ausgenutzt hat, bis er wieder aufsteht. Nicht direkt aufgesprungen ist. Und dann war seine Deckung nicht da und der Cut scheinbar doch sehr, sehr heftig. Sonst hätte ein erfahrener Mann wie Jack Kulka das Handtuch nicht geworfen. Wirkte aus meiner Sicht erst zu früh, weil die Runde ja auch schon nahezu am Ende war. Allerdings, wenn man jetzt den extrem heftigen Cut nicht hier im Bild sieht, aber gleich nochmal bei der Siegerehrung sicher. Hier sehen wir den Sieger, Navarro aus Spanien. Für den ist das natürlich ein riesiger Sieg. Ein riesiger Sieg für ihn und man muss sagen, dieser linke Haken, exzellent getimed, perfekt gestochen. Und dann ist der Sieg halt auch verdient. Goran Filipovic wartet hier auf die Boxer und dann wird unser Ringsprecher Ronny Leber gleich den Sieger verkünden. Ist natürlich extrem bitter für Tilev. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, der Sieger dieses Kampfes, the winner of this fight through technical knockout after 2 minutes and 26 seconds of the second round, der Sieger durch TKO nach 2 Minuten 26 Sekunden in der zweiten Runde aus Spanien, José Luis El Cazador Navarro Junior. Ebenso einen großen Applaus an Dimitar Tilev. Faire Geste von Tilev.